grundsätzlich, Herr Pardini, muss man doch jetzt mal sagen, oder ihr müsst uns mal sagen, was ist die Besonderheit an der Voranmeldefrist und am Gesamtsystem, dass es nicht EU-kompatibel ist? Was ist denn die Besonderheit? Die EU will am liebsten einen Tag, wie sie es in Österreich und Luxemburg hat durchgesetzt haben. Und das bedeutet keine Kontrolle. Wenn wir keine Kontrolle machen können, können wir den Lohnschutz nicht garantieren. Die 8-Tage-Regel ganz schnell, weil wir nicht viel Zeit brauchen. 8 Tage sind es gar nicht. Weil in 8 Tagen hat es immer einen Samstag, Sonntag, dann schmelzen sie auf 6. Dann bei Anmeldetag, dann manchmal am Nachmittag, am Abend, dann muss man streichen. Dann bleiben 5 Werktage für die Kontrolle zu organisieren, für die Leute, die entsandt werden, die sind nur 90 Tage in der Schweiz, sind ganz kurze Einsätze. Und dann muss man das organisieren. Und wenn man das organisieren will, und ich habe die flankierenden Massnahmen im Kanton Bern aufgebaut und umgesetzt vor 10 Jahren, dann braucht es eine gewisse Zeit. Das ist eine technische Frage. Und die 5 Tage brauchen wir. Es braucht eine gewisse Zeit.